Al-Hasan al-Basri sagte, es gab einen Baum, den die Menschen, den sich die Menschen gewidmet haben, um ihn anzubeten. Ein Baum, der angebetet worden ist. So etwas gab es natürlich. Bäume, Steine, Figuren, Menschen, das alles wurde angebetet. Aber Sinn und Zweck der Sache ist, ein Mann ging zu diesem Baum, wollte ihn fällen. Er wollte ihn fällen. Warum? Er wollte ihn fällen, weil es ihn gezürnt hatte, dass man dieses Objekt neben Allah Ta'ala anbetet. Aus Zorn. Tayyib. Dann sagt Al-Hasan al-Basri, der Shaitan hat ihn in menschlicher, ist ihn in menschlicher Gestalt gegenübergetreten und fragte ihn, was willst du? Was willst du hier tun? Er sagt, ich möchte diesen Baum fällen, da er neben Allah Ta'ala angebetet wird. Dann sagte er, was schadet es denn dir, wenn du ihn nicht anbetest? Lass ihn doch stehen, solange du es nicht tust, schadet es dir nicht. Und wenn du das lässt, dann werde ich dir 2 Dinar unter dein Kissen legen, wenn du morgen aufwachst. Jedenfalls 2 Dinar wollte er ihn anbieten. Und dann hat er gesagt, wer kann mir das garantieren? Dann sagte er, ich garantiere es dir tatsächlich, verspreche es dir. Er ist nach Hause gegangen, wieder zurück, sein Zorn war gestillt. Er ist nach Hause gegangen, nächsten Tag findet er keine 2 Dinar unter seinem Kissen. So, erneut hat ihn der Zorn gepackt. Er ist wieder zornig geworden, ist wieder mit Axt und Beil dorthin gegangen, wollte den Baum fällen und erneut begegnet ihn diese Person, also Shaitan, Iblis, des Menschen. Tahib. Diesmal fragte er ihn, was willst du machen? Er sagte wieder, ich möchte den Baum fällen. Ich bin zornig, also mir zürnt es wegen Allah. Also sein Zorn ist wegen Allah. Ich meine nicht wegen Allah, dass er zornig ist auf Allah. Ich meine wegen Allah, das heißt aus Ghaira, dass man neben ihm jemand anderen anbietet. Da sagt Al-Hasan al-Basri, diese Person hat ihn zu Boden geworfen und ihn beinahe erdrückt. Und dann sagt er, das ist jetzt die Lehre, die aus dieser Geschichte entnommen werden soll. Die Lehre, er sagt, als du das erste Mal gekommen bist, warst du auch richtig in deiner Sache. Er ist tatsächlich wegen Allah gekommen und ich hatte kein Verfügen über dich. Dieses Mal hast du aber gelogen, als du gesagt hast, du bist gekommen, weil es dir wieder gezürnt hat, wegen Allah. Du bist nicht deswegen gekommen, du warst zornig auf mich. Verstehst du? Das heißt, du praktizierst eine Handlung, die offensichtlich dem äußeren Schein nach eine Annäherung darstellen soll, eine Anbetung. Du zürnst äußerlich, scheint es so, als wäre dein Zorn, Ursprung deines Zorns, die, ich sag mal, in Anführungsstrichen die Eifersucht wegen der Religion Allah Ta'alas. Aber der wahrhaftige Bewegungsgrund ist, dass du zürnig bist, weil ich dir deine 2 Dinar vorenthalten habe. Und deswegen habe ich diesmal Verfügung über dich gehabt. Na. Ja.